Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Das Haus am See. Momentan eigentlich eher die Hütte im See. Keine Ahnung. In der letzten Folge sind wir in die Hütte eingebrochen und danach eingesperrt worden und haben Hausfriedensbruch begangen. Genau, um richtige und grammatikalisch korrekte Sätze zu bringen. Wir üben das. Genauso wie das richtige Beenden einer Folge. Auf jeden Fall wollte ich mich noch einmal umsehen. Das sind Anne und ich im Café. Der Fischer hat uns von der anderen Straßenseite aus beobachtet. Wenn die im Café gewesen sind, zumal ich übrigens nur Anne sehe und nicht ihn, hier steht nur eine Tasse. Das ist, verwirrend, finde ich. Oder verdächtig, nicht verwirrend, sondern eher verdächtig. Ich werde mich dazu noch nicht spekulativ äußern. Noch was? Warum verfolgt der Fischer uns? Wie sieht er auch schon wieder alleine steht? Also, man kann er sich unsichtbar machen? Oder teleportieren? Es ist Anne beim Haus am See. Er sieht so aus, als ob er dieses Bild gemacht hat, kurz bevor sie entführt wurde. Ja, ja. Aber ist doch schön. So, als Altar. Die Puppe gefällt mir auch gut, die wir hier leider... Oh, da war ein Schlüssel. Ich hab dich gesehen, kleiner Schlüssel. Was ist das? Eine der Figuren fehlt. Tut es? Ach, hier fehlt eine. Habe ich sonst noch was übersehen? Das geht auch noch nicht. Ein alter Schwimmer. Ich bezweifle, dass ich ihn zu irgendetwas gebrauchen kann. Ja, entschuldige bitte, dass ich ein... Bleistift nehmen wollte. Wird nicht wieder vorkommen. Ich muss gestehen, ich habe eine kleine Aufnahmepause gemacht. Deswegen muss ich mich erstmal wieder ein bisschen zurechtfinden. Jetzt mal ganz ehrlich, er hat uns erwischt, die Türe wütend zugeknallt und jetzt ist er einfach gegangen? Okay. Das finde ich ja fast noch verwirrender als alles andere. Gehen wir einfach zum Boot, ne? Wird schon schief gehen. Ein spezieller Schlüssel öffnet dieses Schränkchen. Ist es der? Nein. Ah, ach richtig. Richtig. Na, ob sie wirklich da ist? Die Spannung steigt. Ich glaube ja nicht dran. Wahrscheinlich ist sie wieder durch irgendwelche geheimen Gänge verschleppt worden. Ah, Anne, Liebling, ich bin hier, um dich zu befreien. Das sieht nicht aus wie Anne. Nein, das glaube ich nicht. Der Schlüssel zu diesem Erste-Hilfe-Kasten muss auf diesem Schloss... Ach, auf diesem Schiff. Es ist kein Schloss, es ist ein, Schiff. Das fängt ja schon mal super an. Das ist eine Truhe für verbrauchte Feuerlöscher, aber ich weiß nicht, wie man sie öffnet. Ja... Wofür zur Hölle brauchst du einen verbrauchten Feuerlöscher? Frag ich mich. Ein Handschuh? Der Druck ist zu klein, um ihn zu entziffern. Ich brauche eine Lupe. Geh halt näher ran. Seit 3 Tagen suche ich nach Tommy. Ich habe gehofft, ich fände ihn lebendig, aber ich habe gerade einige seiner Kleider im See gefunden. Sein Anhänger war unter ihnen. Ich kann nur davon ausgehen, dass das Schlimmste passiert ist. Hier fehlt ein S. James Bennett, Schiffskapitän. Ein interessantes Datum. Anne und Tommys Vater, James Bennett, schrieb... Ach, Anne's und Tommys Vater, James Bennett, schrieb diese Notiz. Er war der Kapitän dieses Schiffes. Wir merken uns, ich bin heute nicht in der Lage zu lesen. Da steht doch eine Zahl, oder? Ein Telefon, wozu auch jemanden anrufen... Der Kapitän bewahrt die bereits verwendeten Feuerlöscher in einer Truhe in seiner Kabine auf. Aus Sicherheitsgründen wurde die Truhe mit einem Codeschloss ausgestattet. Der Code steht auf dem Bild, das der Stempel druckt. Bin nur ich der Meinung, dass es ein komischer Satz ist? Naja, egal. Stören wir uns nicht dran. Das Bild auf dem Siegel enthält den Code, der die Truhe öffnet. Noch was? Aha. Das ist eine Wanne für Tinte. Ich denke, die Matrosen saßen hier, wenn sie Briefe an ihre Familien schrieben. Okay. Andere Leute benutzen dafür ein Tintenfass. Matrosen offensichtlich eine Wanne. Da
Also ich meine, ich will ja nichts in Frage stellen. Alles klar, die Frau ist gefesselt und der Schlüssel liegt dafür auf dem Schreibtisch. Sag ich doch. Es war nur eine Puppe. Wie konnte ich zum Opfer einer solchen Täuschung werden? Tja, mein Freund, ich hätte es dir sagen können. Huch. Hoppla. Na du? Wie? Ich könnte versuchen, das Fenster zu zerbrechen und die Tür von außen zu öffnen. Ach, dafür brauche ich den Feuerlöscher. Oh, und wir haben eine Lupe. Nein, was für ein Zufall. How convenient. Entschlüsseln wir den Code. 30450. Wie immer werde ich jetzt wüst herumkramen. Extra mit den Blättern rascheln. Einen Stift suchen. Und mir 30450 aufschreiben. Was auch immer es mir sagen möchte. Warum ist hier ein Kreis? Das ist im... Sobald ich die Frequenz kenne, die ich benötige, um das Radio richtig einzustellen, kann ich die Anzeige mit den Knöpfen entsprechend justieren. Warum möchtest du das? Es ist mir ein Rätsel. Ah. Erste Hilfeschlüssel. Okay. Ach, das ist, das sind hier die Feuerlöscher und nicht die Erste-Hilfe-Kasten. Bin ja so ein Idiot manchmal. Jedes Schiff hat einen Erste-Hilfe-Kasten, falls Matrosen krank werden oder sich verletzen. Genau, das ist eine eigene Art von Schiffen und von nichts anderem. Ach, das war's. Brillant grün und ein Ringschlüssel. Okay. Wofür auch immer wir einen Ringschlüssel brauchen. Tinte ist auf jeden Fall schon mal nett. Ich kann brillant grün anstelle von Tinte benutzen. Ja, das passt ja auch viel besser zu dir. Der Code steht auf dem Bild, das der Stempel druckt. Aha. Das vielleicht? Nein. So. Das sollte ich lieber nicht tun. Habe ich irgendwas übersehen? Was für eine erstaunliche Karte. Sie zeigt Sehenswürdigkeiten in Ländern auf der ganzen Welt. Ja, guck sie dir doch näher an. Hier ist die Karte. Hier habe ich schon alles angesehen, richtig? Okay. Das haben wir auch schon, das auch. Habe ich irgendwas übersehen? Ich hätte gerne das da. Geht das? Nein. Oh, Entschuldigung bitte. Ach, ein Stempel. Oh, ha. Ich vergaß. Das ist das Problem, wenn man schon eine Aufnahmepause gemacht hat. Das ist der Code, mit dem man die Truhe öffnen kann. Ja, das weiß ich. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Ich werde versuchen, es mir aufzuzeichnen. Wir haben... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich kann so unfassbar gut zählen. Es ist fast wie ein Wunder. So. Ich hoffe, mit meiner primitiven Zeichnung komme ich weiter. Ha! Das und das und das. Das ist ausgelassen. Und das. Nicht? Okay. Ah, ist hier oben? Ist da oben? Was? Aber ich habe es mir doch so unfassbar gut aufgeschrieben. Ich war so stolz auf mich. Will es mich verarschen? Bin ich blöd? Davon mal abgesehen. Okay. Vielleicht habe ich falsch angefangen. Vielleicht muss ich hier anfangen. Ein ausgelassen, zwei, einer ausgelassen, der... Aha. Die örtlichen Behörden kündigten die Schließung des einzigen Kinos in Riverdale an. Die Behörden haben letzte Woche angekündigt, das Kino in Riverdale zu schließen.
Um Vandalismus zu vermeiden, wird ein Eisengitter mit einem speziellen Schloss am Eingang angebracht. Ja, das haben wir auch schon festgestellt. Okay. Schlagen wir die Tür ein. Mit einem Feuerlöscher. Autsch, ich könnte mich an diesem zerbrochenen Glas schneiden. Aha. Nimmst du halt einen Handschuh. Und Überraschung, wir sind wieder alleine. Ach echt, ich habe ja immer noch keinen passenden Schlüssel. Hiervon bin ich immer noch kein Fan. Super, jetzt haben wir einen Ringschlüssel. Geht, passt der? Oh, er passt. Nein, um an die Maske hinter dem Gitter heranzukommen, muss ich diesen Mechanismus starten. Eine der Kugeln fehlt. Haben wir eine Kugel? Oh. Nein. Wie könnte es doch anders sein? Wir haben keine Kugel. Ich bin nicht stark genug, um diese Kiste zu bewegen. Ach, richtig. Auch daran kann ich mich erinnern. Ah, jetzt verstehe ich. Entschuldigung, musste ich kurz drüber lachen. Juhu, ein Wimmelbild. Mal wieder habe ich vergessen, auf die Uhr zu schauen. Aber wir werden uns jetzt noch hier durchwimmeln. Ein Band, ein Korken, ein roten Krug. Da haben wir einen roten Krug, gewusst wie. Ein Band und einen Korken. Okay. Aber wir brauchen wahrscheinlich das Pony. Vier Federn. Ohrring, Sand, eine Gabel. Okay, was muss ich einschlagen? Das sollte ich lieber nicht tun. Oh, ein Schloss. Oh, ein Vorhängeschloss. Ein Regenschirm. Das ist dieser hier. Garn. Oh, ach, die Gabel. Ah. Okay. Und was war das? Ah, ein Ohrring. Ja, natürlich. Ob ich das kaputt machen kann? Entschuldigung. Oh, Dynamit, klar. Bloß keinen Zeitdruck. Nicht, dass wir hier noch in die Luft gesprengt werden. Konzentration. Wir brauchen das Band. Genau. Und noch Federn. Eine Feder. Hier ist noch eine. Und eine letzte. Das Schlimmste ist immer, wenn man nur noch wenige Dinge übrig hat, diese dann zu finden. Jetzt verstehe ich auch. Der Sand. Okay. Wir haben gelernt, wenn wir zu viel und zu wüst rumklicken, dann friert das Bild ein. Ach, wir brauchen noch zwei Federn. Eine Pfeife und Garn. An die wir aber auch so ohne weiteres nicht kommen. Oder habe ich jetzt die Farben verwechselt? Hier was übersehen? Witzig auch, wie der Pirat hier weder Messer noch Kopftuch hat und hier Messer, Kopftuch und eine Augenklappe besitzt. Gehen wir systematisch alles durch. Ich brauche noch zwei Federn. Da ist die Pfeife. Und Garn. Du bist kein Garn. Bist du Garn? Nein, du bist auch kein Garn. Aber du bist eine Feder. Fehlt noch eine letzte Feder. Und das Garn. Ich suche gerade mit den Augen. Ah, das ist Garn. Ah, fehlt nur noch diese elende Feder. Du siehst nicht aus wie eine Feder. Du bist eine Maus. Du bist Dynamit. Handschuhe, eine Lupe. Noch ein Totenkopf mit einem Knopf.
Du bist auch keine Feder. Du auch nicht. Zeig dich. Ich sehe sie nicht. Na gut, bevor ihr euch jetzt weiter langweilt beim Suchen, würde ich sagen, finden wir die Feder einfach in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.